Jawohl. Ja. Nee, nein, nicht das da noch, aber hier sind leider nur Zaubertränke. Nehmen wir trotzdem mit. Können wir vielleicht auch gebrauchen. Ziemlich neugierig für jemanden, der behauptet, ein Dieb zu sein. Warum sagt er zu mir so eine Sachen? Ey, wir sind hier zusammen unterwegs und dann sagt er komische Sachen zu mir. Der ist verdächtig. Oh. Das sollte nicht lange dauern. Oh oh. Genau, mach den mal alle. So. Wieso hat denn das nicht gezählt? Weil ich das nicht war? Why? Okay. Ein O. Oh. Ich verzauber mal trotzdem hier ein paar. Verschwörung verbessert, ja. Ich glaube, weil der nicht als mein Begleiter zählt, sind alle Kills, die er macht, sowas wie einfach durch die Landschaft. Habe ich den aus Versehen auch schon verzaubert? Ja, anscheinend. Sehr gut. Dann haben wir den auch. Ja, alter Nordfall, den nehmen wir auch mit. Das ist auch gut. Das hier ist jetzt so ein Lord, ne? Eine Geißel. Wir machen mal so. Oh, halt. Renn da nicht so rein. Wir machen Feuer. Oh, das hat ihn nicht getroffen. Das war gut. Jetzt nehmen wir mal einen Mana-Trank oder zwei. Weil die Seele von dem will ich auch noch haben. Die ist bestimmt ein bisschen größer. Was ist denn das hier? Nee, nicht vollständig. Das ist ein bisschen krass. Geringe Magiker, viermal. Das reicht bestimmt. Jawohl. So, das hält ja auch eine Minute lang. So schnell sind wir bestimmt. Der hat ja nicht mal ein Schild. So. Das wäre schön, wenn man das einstellen könnte, dass der das automatisch macht, diese Kugel. So, aber auf, das funktioniert im Moment auch ganz gut, ne, mit diesem Schuss, dass der den so ein bisschen zurückwirft. Der, das wäre schlecht, wenn der jetzt gleich verliert. Obwohl wir jetzt doch schon relativ weit sind. Yeah. Wir haben die Seele sogar gekriegt. Halt. Wir haben noch so viele kleine Steine. Achso, der ist andersrum gegangen. Ey, wo will denn der jetzt hin? Macht der irgendwelche Faxen? Wollte er eigentlich erstmal noch den anderen auseinandernehmen? Obwohl der wahrscheinlich jetzt... Oh doch, der hat doch ein paar Sachen bei. 53. Nicht schlecht. Hat er schon alles erledigt? Was ist denn das hier? Ach, der wäre vielleicht sogar von alleine das Feuer runtergefallen. So, jetzt nicht. Jawohl. Na gut. Ja, Moment mal, wo hat denn der die aber hingebracht? Sind die hier? Nee, ne? Hier ist noch einer. Ja. Waren es nicht aber eigentlich zwei? Hm. Sehr komisch. Na gut. Ja. Ist vielleicht auch mal wichtig. Hier geht bestimmt die... Naja. So passiert das manchmal. Zack! Da ist doch was in der Nähe. Hm. Gut, die Seele haben wir uns nicht geholt. Schade. Bin ich gerade irgendwo draufgetreten? Nee. Hier ist Geld. Einfach so. So, da hört sich aber das so an, als wäre da irgendwas. Eisentür für einen Lehrling. Zack.
Da weiß man gar nicht. Oh. Wie viel das bringt. Jetzt kommen sie bestimmt gleich. Oh ja. Alle an. So, auch wenn es nicht viel ist, aber wir müssen. Whoops. Okay, hinter mir ist zum Glück keiner. Hoffentlich habe ich jetzt auch den getroffen und nicht Mercer. So. Mich treffen sie hier nicht, obwohl ich direkt daneben stehe. Macht aber auch nichts. Nee, doch, der leuchtet immer wieder lila. Zack, da gehört er mir. Mal den Kerzenschein nochmal an hier. Wo rennt denn der jetzt hin? Der will bestimmt da irgendwo Bescheid sagen. Kommt da gerade Mercer zurück? Ja, sehr gut. Ach, hier ist die Tür sogar zu. Der kann ja gar nicht woanders hin. War das andere bestimmt nur ein normaler? Jawohl. Jetzt rennt der schon wieder weg. Ach nee, da ist noch ein zweiter irgendwo, der hier angezeigt wird. Ist der nach oben weggerannt? Ja. Ein Ruheloser. Ich habe nicht genug Mana. Hat der so viel Angst? Wovor hat denn der Angst? Ach, ich muss das, glaube ich, mal doch da ausskillen, dass wir die Beschwörungszauber billiger machen können. Das wird ja dann noch interessant, wenn wir noch andere Geister zum Beschwören kriegen. Toll. Also es geht doch, wenn er die tötet. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Sturmdiener kriegen, den wir schon mal mit der Rolle beschworen haben, den könnten wir wahrscheinlich noch gar nicht beschwören, wenn wir den Zauber hätten, weil wir da gar nicht genug Mana für haben. Das wäre natürlich schade. Kann man hier irgendwas sehen? Oh, da ist er. Da ist einer. Bam. Ach, den haben wir schon erledigt. Ha. Ist das hier? Ist das zufällig Feuer? Nee. Ja, natürlich. Wir haben es sofort gemerkt, ne? Und noch so ein Witch. Whoops. Mist. Ich glaube, wir haben alle angelockt. Damit. Was ist das denn? Ein Hund? Oder was? Ach nee, eine Ratte. So, der hat's gesehen. Macht nix. Da ist der nächste weg. Die kommen hier wahrscheinlich gar nicht hoch, ne? Das ist die Wahrheit. Oh, da unten sind sie. Da kommt er jetzt gucken. Hallo, komm mal hier. Die kriegen dann natürlich den fetten Schaden ab. War das nicht eigentlich die Story, dass ich geskillt habe, dass jetzt sich meine Waffe auflädt? Oh, eine Geißel. Und die baller ich jetzt hier weg mit meinem Dreifachschaden. Weil, so wie ich das Gefühl gerade habe, macht meine Waffe keinen Feuerschaden. Das können wir. Was ist denn das? Obvious Dolch? Wo kommt denn der her? Okay. Hier? Oder da muss schon mindestens was drin sein. Winziger Seelenstern. Also wir haben schon ein bisschen was gemacht hier. Mit Seelenfang. Ja. Da brennen sie wieder. Das war... Okay, wir haben die... Haben wir die alle platt gemacht gerade? Ja, das war ein guter Trick, denn... Dafür war das bestimmt auch da, dass man die Tür hier knacken kann. Oder jetzt... Das Schloss auch nicht so schwer war. Habe ich gerade schon gespeichert. Was ist denn hier los? Schlau. Die sollen sicher die Draugr aufwecken. Stolpert da bloß nicht rein.
Die sind doch schon alle wach, ne? Ich stolper mal rein. Ja, die sind leider schon alle tot. 3 Diebe, okay. Das ist bestimmt die von denen, ne? Die Kalia, er und Gallus. Das sind 3 Diebe. Ich guck da trotzdem mal einmal rein. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Nicht, dass hier jetzt die Story ist. Das Problem mit den Dieben heutzutage... okay, hier steht kein Name. Seufze Leders, ach so. Ha! Ja, vielleicht doch mit Pseudonym, man weiß es ja nicht. Wären die hier normalerweise hochgekommen? Warum haben die das aber nicht geschafft? Weil die keine Ahnung hatten, wo ich bin, ne? Doch, hier ist der Raum. Oh. Wer ist da? Noch eine Geißel. Ihr könnt euch vor mir nicht. Ups. Jetzt müssen wir aufhören, weil er im Weg steht. Oh. Da kommt einer mit einem Pfeil und Bogen an. Okay, das ist ein... Die können sogar Sachen beschwören, oder was? Frost. Ja, die gibt's auch noch. Kommen wir da mit unserem Feuer an, oder ist er noch krasser? Von dem können wir bestimmt keine Seele klauen. Ich weiß gar nicht, ob der auch so explodiert ist, wo der Feuergeist, oder ob das nur der Feuergeist macht, dass der so komisch explodiert. Das... Ach, hier die... Ach stimmt, die Geißel ist ja was anderes als ein... Heißen die Wisch? Nee, ne? Ups, hier. Jetzt hat er noch einen beschworen, aber... Wenn wir den jetzt platt machen, müsste der Geist, denke ich, auch verschwinden. Ja. Ach ja, die... zerfallen einfach. Ein Wicht? Na, das ist ja... Das hört sich nicht sehr krass an. So, der müsste jetzt eigentlich wieder einen Seelenstein füllen, ja. Zack. Nochmal so ein geschmeidiger Bogen. Ups. Hat der gerade 3 Knochenmehl bei gehabt? So, mal gucken, was wir hier noch so finden. Hier sind die, die wir platt gemacht haben, anscheinend. Jawohl. Gucken, wo es bei dem anderen Weg noch hingegangen wäre. Hier geht es bestimmt weiter, so wie das aussieht. Jawohl. Ja, ja. Ey, die Ratten. Oh ja. Ich glaube, aus den Schwänzen kann man Gift machen, war das so? Gesundheit sinken, ja. So, hier ist auch noch einer. Das hat sich ja auch nicht gelohnt hier, was wir da von oben gemacht haben. So, da geht's auf jeden Fall weiter. Und hier geht's irgendwo hoch. Hier geht's hoch, ne? Da ist bestimmt nur noch mal den sein Sarg und noch mal eine Truhe. Das wäre schön. Oder ein Buch. Das wäre auch gut. Ja, oder nix. Nee, da kommt man bestimmt denn hin. Aber nur, wenn man vorher noch mal einen übertrieben Starken umbringt, ne? Der eigentlich schon tot ist. Nee. Oh. Ja, ja. Das sieht doch schon wieder verdächtig aus hier. Ja. Also wenn man das Schiff mitnimmt, dann fallen bestimmt die ganzen Dinger hier runter. Ja, so ist das nämlich. Ist nur die Frage, was dieses Schiff war. Wo ist es hingeflogen? Oder ist es da nicht kaputt gegangen, oder? Oh. Oh, das liegt jetzt unten. Weiß man nicht. Oder ist es tatsächlich kaputt gegangen? Instant verbrannt. Ja, hier ist es an mir vorbeigeflogen? Nö. Also ein Mist. Nicht, dass es jetzt was ganz Tolles war und jetzt haben wir es nicht. Oh. Pfeil. Sind hier noch mehr Pfeile? Ja, wo kommen die denn alle her? Hätten die bitte geschossen?
Ja, schade. Hier ist das Schiff nirgendwo zu finden. Dann geht's weiter. Ach, die waren bestimmt in dem Wassergeist drin. Die Pfeile. Und sind dann rausgefallen, als er sich aufgelöst hat. So. Jawohl. Ja, den hat's auch erwischt. Also wir machen zwischen schon... Oh, ganz gut Schaden. Mit den versteckten Bonus auch noch. Wie geht's weiter rein? Ah. Oh. Toll. Das schon wäre was Seltenes. Da geht's weiter, ja. Kalia war schon ist das? Ein geschicktes kleines Luder. Es muss ein Kinderspiel für sie gewesen sein, an diesen Draugr vorbeizuschleichen. Okay. Wieso Wichtiges, hä? Uns hat auch gar keiner herbestellt. Oder doch? Whoops. So. Bam. Halt. Bam. Eigentlich sollte damit doch jetzt meine Waffe aufladen. Ist die Behauptung. Um 5%. Weil jetzt 5% auch nicht die Welt ist. Nur so viel, wie wir verbrauchen. Aber ein bisschen sollte das ja schon helfen. Kritischer Schlag in seinem Hintern. Oder das Ganze zählt nicht, wenn ich mir den Seelenstein daraus ziehe. Weil ja denn seine Seele in dem Stein ist und nicht in der Waffe. Ja, das kann... Das kann sein... Aber gut, dann können wir auch eigentlich die ganze Seele nehmen. Die bringt ja ein bisschen mehr denn als 5%. Und wir können damit vielleicht sogar verzaubern. Das geht ja auch. Zack. Habe ich mich selber angezaubert mit der Seelenfalle? Hatte irgendeiner... Gibt es sowas wie ein... Doch, das gibt ja Zauberreflexion, glaube ich. Oh. Aber dass die das auch haben? Ja gut, der... Die Geißel vielleicht schon, ne? Wenn die auch Leute beschwören können. Oh, jetzt habe ich mir aber Schreck. Das war sehr überraschend. Da springt er genau auf ihn drauf. Mann, das hört sich aber auch immer fies an, wenn die rumschreien. Da ist noch einer. Irgendwo um die Ecke. Irgendwo um die Ecke, ja, da ist er. Das ist eine Geißel, nur. So. Aber ich glaube, unser Handlanger macht bei weitem nicht so viel Schaden wie Mercer. Also war das ein ganz guter Tausch. Zack. Jawohl. Wieder das Licht aus. Ich nehme doch noch einen Mana-Trank und haben wir welche gefunden anscheinend. Holen uns hier so eine Seele von dem. Jetzt, wo wir mal dran denken, ich weiß auch gar nicht, was die überhaupt für Steine benutzen. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man das hier vorher gar nicht sehen kann. Nochmal so einer. Mal gucken, wir achten mal unten auf die Leiste. Der jetzt unsere Leiste voll macht, wenn wir uns nicht seine Seele nehmen. Wenn wir jetzt der sind, der den hier umlegt. So, wir gucken mal. Zack. Ja. Da ist ein bisschen wieder vollgegangen. Aber das hat sich kaum gelohnt. Also, ich weiß noch nicht, ob der Punkt vielleicht verplempert war. Aber gut. Huch. Aber die sind doch sowieso schon alle. Nein, sind sie gar nicht. Ach, auf der Seite ist keiner.
Ja, ja. Kritischer Schlag. Also wenn auf der anderen Seite, ups, auch so einer ist, dann werden wir den aber beim Schlafen überraschen. Den ist bestimmt in der Kiste nicht mal was drin. Das hat ihn nämlich nur so vorbereitet, dass wir hier gegen den kämpfen müssen. Weiß gar nicht, ob die dran gedacht hat, dass wir denn vielleicht hier auch noch leveln, wenn wir so viel gegen die kämpfen müssen. So, aber der müsste doch eigentlich einen großen Seelenstein voll machen, oder? Seele gefangen. Es ist schade, dass es nicht dasteht, was der jetzt gemacht hat. So. Truhe. Ist auch keine Falle dran, ne? Ist jetzt noch der nächste Trick, wenn wir denn gegrillt werden. Da liegt einer, ja. So. Da hat er drei verstanden. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den gerade getroffen habe. Ups. So, jetzt haben wir ihn gleich. Zack, und die Seele haben wir auch. Ich habe es nochmal draufgezaubert zur Sicherheit. Oh, sogar eine verschlossene. Oh. So, Schlossnacken verbessert. Jawohl, zack, Magika. Ja. So, jetzt weiß man natürlich gar nicht, wo... Hauptsache es ist... Oh. Alles laut, was hier passiert. Was ist denn das hier jetzt? Da geht's nur wieder zu. Okay. So, machen wir hier erst nochmal Schluss. In der nächsten Folge werden wir dann Kalia gegenüberstehen. Also dann bis zur nächsten Folge fahren. Skyrim.